Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu einem weiteren Tutorial mit uns in der Star Citizen Alpha 2.4 im Mini-PU. Wir sind in Crusader unterwegs und sind jetzt schon, nachdem wir im Teil 1 ein bisschen erzählt haben, wie man so direkt ins Spiel reinstartet, jetzt auf dem Landing-Pad angekommen, haben schon ein Schiff und ja, Weezen, du stehst schon also ganz stolz wieder vor deiner Super Hornet. Sehr, sehr stolz. Ein wunderschönes Schiff, absolut für den Kampf gebaut. Und damit ich euch jetzt hier, ja, HUDs, Systeme und das Cockpit erklären kann, fangen wir natürlich erstmal an, einen kleinen Pre-Flight-Check zu machen. Und ich erkläre euch das Port-Modification-System. Wir sehen ja die blauen Punkte hier, die sich dann öffnen, wenn man mit dem Cursor raufgeht. Und dort lassen sich jetzt schon Waffen direkt auf dem Landing-Pad anpassen oder sogar ganze Teile auswechseln, wie hier diesen kleinen Cannard-Turret. Ich führe es jetzt hier mal vor, an der Bulldog-Repeater hier unten dran. Klicke rauf mit der linken Maustaste, zack, und es öffnet sich das Port-Modification-System. Genau, ich könnte jetzt einfach sagen, okay, hier ist ein Neutron Gun zum Beispiel, Size 1, baue ich ran, gehe einen Schritt zurück und warte. Und die Waffe ändert sich. Habe ich hier unten einen Neutron Gun eingebaut. Ist jetzt ein bisschen asymmetrisch, ja, auf der anderen Seite denkt noch der Bulldog, das heißt, ich muss jeden Ankerpunkt einzeln bearbeiten. Und ich könnte natürlich auch diesen ganzen Cannard-Turret hier auswechseln. Ich gehe mal in die Knie, ja, mit Steuerung. Dann vielleicht ein bisschen besser. Auch hier gäbe es die Möglichkeit, wenn ich jetzt draufklicke zum Beispiel, ein Size-3-Gimbal dran zu bauen, dann kann ich nur noch eine Size-2-Waffe anbauen. Oder gleich eine ganze feste Size-3-Waffe. Hier zum Beispiel Panther-Repeater wäre möglich. Ich belasse es jetzt aber mal so und wechsle mal hier die Neutron Gun wieder aus. Und schnapp mir jetzt direkt mal von der Gladiator eine andere Bulldog. Hier haben wir die Standardbewaffnung. Und zwar, was sagst du? Sind wir startklar? Alles dran? Ja. Checke gerade, hab gerade noch die Maschine gecheckt, hab mal einen Rundgang ums Schiff gemacht. Ja, sieht alles gut aus, keine Beschädigungen erkennbar und wir sind aufgetankt. Von daher würde ich sagen, das ist ein Go. Gut, legen wir los. Hier sieht man auch das Raketenrack zum Beispiel. Also man kann wirklich inzwischen sehr, sehr viel auswechseln. Wir bleiben jetzt aber mal in der Standardbelegung, weil hier geht es heute nicht darum, Waffen oder sowas zu testen, sondern einfach erstmal die Systeme zu verstehen. Ich steige als erstes ein mit dem Use-Button, also F drücken. Leiter, ich gehe mal ein Stück zurück intuitiv. Natürlich kann die euch zurzeit noch nichts tun, aber ich habe immer das Gefühl, lieber Kopf einziehen. Ja. Gut. Ich steige ein. Dach schließt damit sich. Sitzt der Weezen drin und ich gehe jetzt mal rein. Zack. Systeme fahren hoch. So, F4 Außenperspektive. Jetzt sieht man auch hier den Sawyer einsteigen. Ja, doch ein ziemlich großer Jäger, ne? Wenn man ja sich das mal so in Relation anschaut. Definitiv. Gut. So, er ist eingestiegen. Alle Systeme sind soweit online. Wenn ich jetzt Y drücke, dann ist der Freelock-Toggle aktiv. Dann kann ich mich auch immer ganz gemächlich hier umschauen oder später im Flug auch mal ein bisschen die Umgebung mir anschauen, ohne das Schiff zu stoppen. So, wir haben hier in dem Schiff tatsächlich einen aus mehreren Teilen. Oh, die Starfarer hebt ab. Mhm. Das muss ich kurz mal hier zeigen. Wunderschön. Wir haben ein, ja, Cockpit, was aus mehreren Systemen besteht tatsächlich. Wir haben vorne auf der Frontscheibe, sieht man hier, mit Mausrad kann ich ein bisschen reinzoomen. Sieht man, da habe ich das klassische HUD, was nach vorne projiziert wird. Das war dicht. Mit der Geschwindigkeitsanzeige, mit dem Flugmodus, mit der Landing Gear, die mir angezeigt wird. Mit verschiedenen Flugsteuerungsmechaniken, mit den Täuschkörpern. Das sieht man im klassischen HUD. Dann habe ich hier noch oben, wenn ich jetzt den Flip Toggle bewege, habe ich hier noch einen festen Teil. Der ist im Helm integriert. Das müsste jetzt das CVI sein, so sollte es heißen, sonst werde ich das nochmal ins Video reinschreiben, wenn es anders heißt. Das ist der feste Bestandteil, der an dem Kopf des Piloten bleibt. Da ist jetzt mein Zielsystem integriert, das heißt, die Targets werden oben angezeigt, mein eigenes Schiff und die HUD-Steuerung der einzelnen, ja, Systeme, die ich mir anzeigen lassen kann. Gehe ich einmal nochmal in die Außenperspektive, ist vielleicht auch nochmal eine nette Funktion, und teste einmal, ob meine Außenbeleuchtung funktioniert. Das wäre jetzt linkes Alt und T. Und, ja, jetzt war ich zu schnell. Da gehen sie aus, die Lampen. Und da gehen sie wieder. Da gehen sie wieder an. So, jetzt nochmal zurück ins HUD.
Wenn ich mir jetzt im HUD meine verschiedenen Fenster anschauen will, kann ich mit F5 beispielsweise Overview einschalten. Das ist jetzt aktiv, da sehe ich Schilde, Energiegruppenverteilung und eine kleine Waffenansicht. F6 habe ich die Waffen, die eingebaut sind, die mir angezeigt werden. Dann habe ich F7 Power-Einstellungen. Ich werde jetzt hier nicht einzeln auf alle einzelnen Details eingehen. Das kann man in weiteren Videos sich dann nochmal anschauen später. Da kommen schon die Sicherheitskräfte. F8 habe ich dann nochmal die Schildanzeige und mit F5 komme ich dann wieder ins Overview-Fenster zurück. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt die Chance, wo Crusader da ist, und werden mal ein paar Ziele durchschalten im Target-Computer, der mir hier oben angezeigt wird. Ich habe jetzt hier als erstes, wenn ich I oder K anwähle, kann ich alle Ziele durchschalten. Bei I kriege ich immer das am nächsten befindliche, freundliche oder neutrale Ziel. Ohne Wertung, ob friendly oder feindlich, kann die durchschalten. Wir kriegen sie alle angezeigt. Bei K fange ich von außen an und gehe an die Schiffe, die dann sozusagen immer näher zu mir ranrücken. Bei U und J habe ich die friendly Targets, die in meiner Umgebung sich befinden. Bei Z und H hätte ich feindliche Ziele, Hostiles. Zeit ist noch kein Hostile Airborne, deswegen wird mir keiner angezeigt. Und bei T würde ich immer den nächsten Feind mir anzeigen lassen können. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Taste, die später im Kampf eine große Rolle spielt. Natürlich lohnt es sich auch, gerade wenn man jetzt eine Gaming-Maus hat, gewisse Target-Funktionen selber anzupassen, wie man sie haben will. Ich habe jetzt hier noch eine zusätzliche Taste, wenn ich jetzt hier mal so ein Ziel anwähle, zum Beispiel hier diese Hornet, die neben mir steht. Wenn ich hier auf P drücke, sollte eigentlich das Ziel gepinnt werden und sich angezeigt werden in meinem Target-Computer. Allerdings scheint da gerade eine Fehlfunktion. Ja, leider funktioniert es gerade nicht. Normalerweise ist P Pin Target und dann bleibt dieses Ziel gespeichert. Das geht leider nicht. Neben dem CVI und dem HUD habe ich zusätzlich natürlich noch das Radar da unten. Da sehe ich dann Ziele, die sich in meiner Umgebung befinden. Mit der Komma-Taste kann ich die Auflösung in verschiedenen Stufen durchschalten. Gerade für einen Jäger ist es sinnvoll, die größte Auflösung zu wählen, damit ich ein bisschen mehr Platz um mich herum habe. Gerade wenn man Raketen später ausweichen will, aber das zeige ich dann nochmal. Als nächstes gibt es natürlich noch fest verbaute Displays im Cockpit, die jetzt, sage ich mal, nicht im Helm oder im HUD integriert sind. Da kann ich dann, wenn ich die Y-Taste, also den Freelook-Toggle gedrückt halte, kann ich jetzt hier zum Beispiel mit A oder D durchschalten. Eine Saber oder andere Jäger können noch mehr Displays haben. Da kann ich dann auch mit den anderen Tasten noch weiter durchschalten. Also sprich W und S, hoch und runter, A und D durchschalten. Wenn ich jetzt die Maus hier bewege, habe ich die Möglichkeit, tatsächlich in dem Fenster die Belegung zu ändern. Hier habe ich jetzt noch mal so ein etwas altmodisches 2D-Radar, was mich etwas stark an Wing Commander erinnert. Oder ich habe hier noch mal die Throttle, also die Triebwerkskontrolle und die Powerverteilung, die ich ebenfalls auswählen kann. Bleibe jetzt hier auf der Treibstoffanzeige. Lass Y los, guckt der Pilot wieder nach vorne und sollte einrasten. So, ich würde sagen, wir haben die Hop-Funktionen erklärt und sind soweit in der Lage. Ich gucke mal gerade, ob ein Hostile in der Gegend ist. Nein, alles safe. Ich würde mit der Startsequenz beginnen. Luftraum ist frei. Dankeschön. Ich drücke einmal N, damit öffnet sich bei mir schon das Landesystem, mit dem ich quasi von dem Combat Mode in den Landemodus umschalten kann. Wenn ich jetzt F drücke, aktiviere ich das Auto Land Target Lock an. Weißt du, wie es heißt? Ja, das ist im Endeffekt die Landezielaufschaltung. Genau, auf Deutsch die Landezielaufschaltung. Da kriege ich dann eine Landeerlaubnis oder kann das Schiff auch aktivieren, dass es automatisch abhebt. Ist am Anfang vielleicht etwas sicherer, als das über das direkte Steuern zu machen. So, ich drücke jetzt mal F und merke, das Schiff hebt ab. Und er sollte, genau, und er springt auch automatisch zurück in den Combat Mode. So. Merke, okay, Pitch and Yaw funktioniert. Ich habe Flugkontrolle und ich gebe jetzt mit W etwas Gas. Stelle fest, okay, ich bin jetzt hier erstmal nur bei 50 Meter die Sekunde. Wenn ich jetzt V drücke, beschleunigt mein Schiff schon auf Combat Speed.
U und E ist Rollen, aber diese ganzen Flugsteuerungen im Einzelnen, die würde ich dann in der nächsten Folge euch erklären, weil da gibt es auch eine ganze Masse zu beachten. Oh, wir haben ein Hostile. Ich habe jetzt T gedrückt, Target Nearest Hostile und habe ihn als rotes Ziel aufgeschaltet. Pin-Target geht leider immer noch nicht, aber er wählt die Flucht. Wahrscheinlich, weil er eine Hornet gesehen hat. Kluger Mann. ich würde jetzt nochmal eine kleine Runde drehen hier über das Feld, über das Port Olisar. Ja. Und Sawyer das Wort übergeben. Genau, sehr schön. Ja, das war der zweite Teil von unseren Tutorials. Wir sind jetzt Airborne und in der nächsten Folge geht es dann nochmal wirklich direkt um die Flugsteuerung. Das heißt, da lernt ihr dann wirklich konkret fliegen hier. Ich habe eine schöne Aussicht von meinem Rio-Seat. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir danken euch in jedem Fall fürs Zuschauen. Wir freuen uns über eure Kommentare, über eure Likes und natürlich, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, gebt uns auch mal ein Dislike. Schreibt uns dann, was wir besser machen können. Abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt für Star Citizen und mehr lernen möchtet, wie das Spiel jetzt so funktioniert. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr einmal auf unser Patreon-Profil geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und See you on the flight deck!